Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir befinden uns hier in meinem neuen Garten und den möchte ich euch heute einmal vorstellen. Den alten Garten, den müssen wir leider zum Ende der Saison aufgeben. Das Tierheim, das stand nicht mehr so ganz hinter dem Projekt und die brauchen den Platz leider auch andersweitig. Sodass wir jetzt zum Ende des Jahres hier in diesen neuen Garten ziehen. Den Garten hatten wir schon sehr schnell gefunden. Damals hätten wir tatsächlich auch schon in diesen Garten gehen können, aber damals haben wir uns dafür das Tierheim entschieden, da es für uns damals die bessere Option war. Das Gelände hier ist insgesamt ja 3- bis 4-mal größer, sodass wir hier einiges an Möglichkeiten haben. Und heute möchten wir euch einfach mal die neue Fläche vorstellen. Der Garten sieht jetzt zwar noch ziemlich leer aus, aber schon bald werden wir hier einen Umbautag haben. Das heißt, wir ziehen mit Gewächshaus, Folientunnel, Obstbäume und all das, was im alten Garten ist, in den neuen Garten. Dazu wird aber noch ein separates Video mit Infos kommen, denn da wollen wir auf jeden Fall auch auf euch zählen. Ihr könnt bei diesem Umbautag dabei sein und diesen neuen Garten hier mit einrichten. Heute jetzt aber erstmal die Vorstellung. Viel Spaß dabei und los geht's. Da können wir auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr viel ernten. So Leute, und wenn wir einmal durch diese Hecke hier durchgehen, direkt hinter unserem Garten haben wir dann quasi diesen coolen Spot. Schaut euch das mal an. Wenn wir da vorne bei dem Kompost und den Hochbeeten am einen Ende stehen, sind das insgesamt über 100 Meter bis zum anderen Ende, sodass dieser Garten echt wirklich sehr lang ist. Hier stehe ich jetzt direkt vor dem Glasgewächshaus. Dieser kleine Bereich hier wird das Glasgewächshaus werden und direkt dahinter folgt dann der Folientunnel. Dahinten haben wir diese Baumreihe, da wird nicht viel passieren und auch das Stück hier vor, das wird eher so eine Wiese bleiben. Da vorne ganz am Anfang, da wird eine Streuobstwiese hinkommen, die ist ungefähr 400 Quadratmeter groß. Da werden wir ganz viele Obstbäume hinpflanzen, ein paar, also fast alle, nehmen wir aus dem alten Garten mit, pflanzen die hier hin. Wir werden aber auch noch neue Obstbäume dazu pflanzen und auch die Bärensträucher werden dort einen Platz finden, sodass das so eine schöne Streuobstwiese mit Bärensträuchern wird. Ja, wenn wir dann hier die Wiese frei haben, kommt von der Straße aus gesehen direkt das Glasgewächshaus und Folientunnel und von der Straße aus gesehen dahinter ist dann das Gemüsebeet und so ist unser Garten aufgebaut. Bisher ist dieses Gelände ja wirklich einfach nur eine leere Wiese, wo noch nicht wirklich viel passiert ist. Das soll sich aber spätestens an unserem Umbautag ändern, wo wir hier diesen Garten einrichten. Das heißt, wir holen unsere ganzen alten Sachen rüber, das alte Gewächshaus, Folientunnel, Obstbäume und wir werden unseren Garten einrichten. Ich bin so ein bisschen weg von diesem klassischen Gemüseackerstil gegangen, denn ich möchte ein bisschen mehr Richtung Bauerngarten, Ziergarten, Nutzgarten und möchte das alles so ein bisschen kombinieren. Das heißt, ich möchte nicht nur noch einen reinen Gemüseacker haben. Das war bei meinem alten Garten fast 80% des Gartens war Gemüsebeet. Und da möchte ich jetzt ein bisschen umsteigen. Ich möchte eine Ecke mit Zierpflanzen, das heißt sowas wie Dahlien und sehr viel blütenreiche Pflanzen, die ich einfach in einer Ecke vom Garten haben möchte. Ich möchte aber auch eine eigene Streuobstwiese, das heißt ein eigenes Abteil für die Streuobstwiese anlegen. Und natürlich bräuchte aber auch eure Inspiration und dazu kommen wir jetzt. Ihr müsst nicht viel machen, ihr zahlt keinen Eintritt, ihr werdet versorgt. Das ist einfach ein Treffen, wo wir uns hier treffen. Ihr müsst auch nicht unbedingt arbeiten. Ihr könnt auch einfach so vorbeischauen und zugucken, denn ich möchte auch euch mit einbeziehen in die Planung. Das heißt, ich habe bis zu dem Umbautag mein ungefähres Konzept stehen. Da sollen wir gleich den Gemüsegarten anlegen, da soll das Gewächshaus gleich hin. Aber wenn wir uns hier zusammensetzen und zum Beispiel sagen, das Gewächshaus, das passt doch viel besser dahin, dann machen wir das so. Und da bin ich an dem Tag auf jeden Fall total offen für. Wenn ihr sagt, das können wir doch viel besser so machen, dann besprechen wir das in der ganzen Runde hier mit all den Leuten, die da sind und werden den Garten so gemeinsam gestalten. Und das möchte ich mit diesem Video so ein bisschen einfach mal ankündigen. Das ist jetzt kein großes Gartenvideo hier heute, aber ich wünsche mir einfach, dass viele von euch vorbeikommen und wir diesen Garten gemeinsam anlegen. Das heißt, wir fräsen die Beete, die Gemüsebeete, wir bauen die Gewächshäuser auf, pflanzen Obstbäume, legen quasi die Streuobstwiese an, wir bauen die Hochbeete auf und befüllen die und wir können sogar im Oktober dann wahrscheinlich schon die ersten Sachen auch gleich pflanzen. Zum Beispiel, ich denke gerade an Knoblauch, aber auch viele weitere Kulturen, die Winterzwiebeln. Wir pflanzen ganz viele Blumenzwiebeln für die neue Saison, die man im Herbst schon stecken kann. Und all das möchte ich mit euch an diesem Tag machen. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire.
set my heart afire. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ein Monat ist es genau her, als das letzte Video erschienen ist und in der Zeit ist einiges passiert. Ihr wisst ja, am 9. Oktober 2021 haben wir unseren Umbautag und da ziehen wir endgültig in unseren neuen Garten. Und jetzt stehen wir mitten in den Vorbereitungen und ich möchte euch heute einfach mal so ein bisschen zeigen, ja, wie das Ganze hier schon vorangegangen ist. Wir sind mitten im Abbau und ab jetzt beginnt für uns so eine kleine Serie, die wir für euch drehen. Jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber jedes Mal, wenn wir im Garten sind und was passiert, nehmen wir euch mit, machen da so einen kleinen Vlog fast raus und zeigen euch, wie wir hier abbauen. Bis zum Umbautag, da kommt dann den Tag vorher die finale Folge online und das werden so 2, 3, 4 Folgen sein, wo ich euch dann mitnehme, die letzten Szenen hier in diesem Garten, bevor wir den Garten verlassen und in den neuen Garten ziehen. Ja, und jetzt aber wirklich zum Thema Garten hier. Was ist schon passiert? Ich stehe hier im Folientunnel, man sieht ihn zwar nicht mehr, aber genau hier stand der Folientunnel. Die Tomaten sind schon komplett draußen. Heute geht's weiter, wir werden die ganzen Chilis und Paprikas abernten. Teilweise die, die schon rot abreifen, aber noch nicht ausgereift sind, die lassen wir noch nachreifen. Und den Rest, ja, der muss dann leider weg, weil in 1,5 Wochen müssen wir hier weg sein. Das werden wir heute alles abernten. Da hinten liegt schon der komplette Folientunnel. Wir haben gestern quasi schon den ganzen Zaun dazwischen abgebaut, den wir hier als Abgrenzung hatten. Und auch die Beete sind schon ziemlich leer. Ich würde sagen, wir machen heute in der ersten Folge einfach mal ein kleiner Rundgang, was hier alles schon abgebaut ist. Und in der nächsten Folge, da nehme ich euch dann mit, wie das hier weitergeht. Wir schauen einfach mal einmal ein bisschen rum. Ja, und auch das Glasgewächshaus hier, das ist schon komplett leer. Beim Umbautag ist das hier unser größtes Problem. Da bekommen wir aber vom Hersteller Vitavia 2 erfahrene Gewächshausabbauer an die Hand, die uns hier quasi helfen, das Gewächshaus abzubauen. Das ist unser größtes Sorgenkind hier gewesen. Das ist nämlich komplett einbetoniert aus Glas, 3 mm. Das ist unglaublich schwer, das ganze Ding. Und das rüberzukriegen, ja, das war so unsere größte Sorge. Aber wir sind jetzt schon ziemlich optimistisch. Hier ist jetzt nur noch eine kleine Lagerhalle für die Geräte, die quasi noch überdacht stehen müssen, weil wir haben beim neuen Garten noch keinen Unterstand. Deswegen können wir noch nicht so viele Sachen rübernehmen. Und ja, wir gucken einfach mal, was sonst im Garten so los ist. Ja, hier stehen noch die letzten Obstbäume, die werden wir auch am Umbautag bzw. einen Tag vorher, werden Niklas und ich die wahrscheinlich schon abbauen. Da haben wir nämlich den Radlader schon, den bekommen wir freitags morgens 8 Uhr. Und da fangen wir schon mit den ersten Sachen an. Hier unten, da sieht man noch, da steht noch der Porree. Da haben wir noch 6 Stangen stehen, das ist so ziemlich das letzte in diesem Beet. Da hinten unser Kompost. Aber wir haben auch schon echt viel abgeräumt, muss man ehrlich sagen. Wir haben Gewächshausfolientunnel leer, die ganzen Wasserfässer sind schon abgebaut. Die seht ihr da ganz weit hinten, da gehen wir gleich mal hin. Und die Paletten haben wir schon alles gestapelt, alles Mögliche. Ja, hier vor mir, da wachsen nur noch Brennnesseln und ich weiß nicht genau, was das hier ist. Auch irgendwie ein Unkraut, hier wächst nichts mehr drin, was man ernten kann. Das werden wir quasi am Umbautag auseinanderhauen und dann mit der Radladerschaufel einfach die gute Erde, die da drin ist, mit rübernehmen. Denn dort haben wir auch neue Hochbeete und ja, da kommt dann quasi diese gute Erde natürlich oben drauf. Was wir hier vor und auch vom Folientunnel noch überall haben, sind Blumenzwiebeln. Wir haben ja nicht gewusst, dass wir dieses Jahr schon wieder gehen müssen, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht so viele gepflanzt. Wir haben am ganzen Zaun entlang Dahlien gepflanzt, die müssen wir ja eh jeden Herbst rausholen, das war uns wohl klar. Aber wir haben auch für 300 Euro Tulpen hier letztes Jahr gepflanzt. Das kann man sich nicht so vorstellen, aber das sind schon echt viele. Ja, vielleicht habt ihr die Bilder auf Instagram und so mal gesehen. Das wird auch noch was, da werden wir aber gleich schon mit anfangen. Das seht ihr aber dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, wie diese kleine Serie bis zum Umbautag heißen wird, aber ihr werdet es wahrscheinlich im Titel schon gelesen haben. Ja, und jetzt schauen wir einfach nochmal, was wir da vorne haben. Und ja, dann war es das auch schon vom ersten Teil. Ja, hier vor mir, da sind noch ganz viele Paprikas. Da haben wir zum Beispiel Lombardo. Ich sage immer, das ist diese süße Pizza-Pepperoni. Dann haben wir hier noch Roviga und Pantos. Zwei Spitzpaprika da vorne, das Orange, das ist noch die Kira. Und da im Hintergrund, da sind sogar noch viele kleine Chilis. Da gehen wir mal eben näher ran.
Hier, da seht ihr die beiden mal in der Nahaufnahme. Das ist die Criolla Zella, eine sehr schöne Chili. Da haben wir letztes Jahr schöne Chili-Pulver rausgemacht. Das haben wir sogar immer noch. Schmeckt auch sehr gut. Da vorne können wir noch sehen, da sind ein paar Paprikas. Das hier ist zum Beispiel die Yellow California Wonder. Die hatten wir dieses Jahr. Aber die Chilis hier, die sind einfach am besten. Ja, und hier, da steht quasi all das bereit, was wir mit rübernehmen. Da stehen die Wasserfässer, die Tomatenspiralstäbe, Gartenschläuche, noch ein Wasserfass, die Nistkästen, die Insektenhotels, unsere Sitzbank, das Kompost-Sieb, wenn man das mal so aufzählt, das ist doch schon eine Menge, was wir mit rübernehmen müssen. Das Tomatendach hier vorne, das bauen wir in den nächsten Tagen noch ab. Das haben wir damals ja nur hier drauf geschraubt. Das ist einfach so eine, ich glaube Lexan hieß das, eine Lexanscheibe. Die haben wir einfach auf so ein viereckiges Gerüst gepackt und dann hier auf diese vier Pfosten gesetzt. Ob wir das im neuen Garten noch irgendwie gebrauchen, wissen wir nicht. Wir haben schon überlegt, ob wir vielleicht die drei Wände mit der Folie vom Folientunnel antackern, dass wir vielleicht so ein geschütztes Tomatenhaus haben. Aber da sind wir noch in der Planung. Kann auch sein, dass wir einfach hinten zu mit Brettern zunageln und dann einen kleinen Geräteüberstand von machen. Das ist aber alles noch in den Sternen. Und die beiden Grassoden-Hochbeete, die wir damals gebaut haben, das ist natürlich auch ganz einfach. Die können wir einfach ja, mit dem Radlader abschieben und auf den Kompost fahren. Mehr kann man da ja leider nicht mehr mitmachen. Umbauen nützt nichts. Und ja. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und wir befinden uns heute hier im neuen Garten, Teil 2 von Countdown Umbautag, der Weg zum neuen Garten. Heute, wir haben Montag, den 4. Oktober 2021, sitzen Niklas und ich im Garten, wir mähen den Rasen, wir planen alles, wir haben den Rasenmäher schon vom Tierheimgarten rübergeholt und ja, heute Folge Nummer 2 von Countdown Umbautag, der Weg zum neuen Garten. Viel Spaß dabei und los geht's. So, Tag 2. Wir haben heute den 5. Oktober 2021. Heute ist Dienstag und Freitag beginnen wir wirklich mit dem Umbau. Aber heute, ja, Arbeitshose, Arbeitsschuhe und jetzt geht's in den Garten. Jetzt geht's in den Garten. Ja, unser Schild, das ist hier quasi schon abgebaut und die Tage, da werden wir jetzt auch noch hier die Gartenpumpe abbauen. Eingestöpselt ist sie schon lange nicht mehr. Man sieht, die sieht schon echt dreckig aus. Aber wir haben sie dieses Jahr auch wirklich wenig gebraucht, weil man sieht es hier an der Wiese immer grün. Es war dieses Jahr einfach verdammt nass. Ja, Urlaubstag 2. Ich habe insgesamt 2 Wochen Urlaub. Eine Woche vor dem Umbautag und eine Woche nach dem Umbautag. Wir haben uns vorgenommen, diese Woche schon möglichst viel zu tun. Der Niklas hat auch Urlaub. Und das gelingt uns schon ganz gut. Gestern haben wir die komplette Wiese im neuen Garten gemäht. Das hat 3 Stunden gedauert. Ja, und jetzt sind wir dabei, hier das letzte bisschen meinem Folientunnel rauszuholen. Was wir da machen, das zeige ich euch jetzt. Also, hier, da seht ihr, ist der Weg noch drin. Die Steine, die werden wir mitnehmen, auch die Platten. Aber der Kies, der bleibt hier. Und hier werden wir jetzt noch rundherum werden wir noch die Blumenzwiebeln rausholen und natürlich auch die Folie, die wir bisher eigentlich nur abgeschnitten haben, die kommt jetzt quasi noch raus. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch noch einmal bei allen bedanken, die gespendet haben. Wir haben hier 240 € und 70 € für den Radlader, also einmal die Mietkosten und den Sprit. Dann haben wir 60 € für 3 Stunden die Agria, die Fräse. Und 150 € haben wir für die Verpflegung. Wir machen ja ein großes Frühstück. Und wir werden abends auch grillen, da werden wir natürlich einiges für kaufen. Getränke ist natürlich für alle, die dann an dem Tag helfen, kostenfrei dabei. Und ja, wir machen auch, ich habe das hier gerade mal so provisorisch gemacht, wir überlegen uns ja wahrscheinlich noch was Besseres. Ja,
Wir haben hier diese coolen VIP-Bänder, damit die beim Tierheim und bei dem neuen Garten auch alle wissen, dass ihr dazugehört, gibt es für alle Teilnehmer so ein schönes VIP-Umhängebändchen. Hier mal meine Kameratechnik, habt ihr auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe einmal eine Drohne, eine DJI, dann habe ich jetzt gerade so einen DJI Selfie Stick. Das ist der DJI Pocket 2, damit kann ich ja coole Aufnahmen machen. Hier die große Spiegelreflexkamera und natürlich die GoPro. Das wollte ich euch einmal jetzt zwischendurch mal zeigen. Das ist mein Kamera-Equipment, mit dem ich gerade filme. Mit der Kamera wird jemand am Umbautag filmen. Die Kamera werden Niklas und ich immer dabei haben und auch diese Selfie-Kamera, damit nehmen wir euch mit. Und ja, wir werden auf jeden Fall beim Umbautag auch sehr viel filmen. So, und von dieser kleinen Unterbrechung, Dankeschön auf jeden Fall für diese Spenden, geht's jetzt zurück in den Garten und ja, weiter geht's. Ja, und was ihr hier hinter mir seht, das sind die Obstbäume. Da haben wir noch eine ganze Menge, die nächsten Tage raus müssen. Da im Hintergrund, da liegt auch schon der Folientunnel. Und jetzt sind wir hier dabei, das letzte Stück Folie rauszuholen. Einiges an Blumenzwiebeln sind noch bei rumgekommen. Ich zeige euch da gleich mal eine Gesamtübersicht von den Blumenzwiebeln, die wir heute noch rausgeholt haben. Gerade spielt sich über uns was total Spannendes ab. Wir sind hier gerade dabei, ja, die Folie rauszuholen. Und direkt über uns kreist die ganze Zeit ein Flugzeug, was von drei kleinen Jets begleitet wird, die direkt dahinter fliegen. Wir haben uns das jetzt hier mal in so einer App angeguckt. Und das Flugzeug hier ist schon ein paar Runden die ganze Zeit über uns am Kreisen. Wenn ich es leider mal auf die Kamera bekomme, zeige ich euch es mal. Aber dieses Flugzeug, das hat hier bestimmt jetzt schon 8 Runden über uns gedreht. Tolles Muster auf jeden Fall. Aber jetzt geht's zurück an die Gartenarbeit. So, jetzt haben wir noch eine Hake geholt. Dann müssen wir das Ganze, was wir aufgemacht haben, natürlich auch wieder zumachen. Bevor wir hier dann Freitag eh alles zerstören. Aber bis dahin wird der ganze Damm hier erstmal wieder zugezogen. So, jetzt zeige ich euch mal einen ganz besonderen Blick. Und zwar hier von unserer Gartenhütte den Blick auf den Garten. Da vorne, da haben wir das Glasgewächshaus. Da schon mal der Folientunnel. Ja, und das waren mal die Beete. Hier unten, da liegen noch ein paar Sachen und das meiste, das stapeln wir gerade da hinten. Aber so sieht der Garten von oben aus. Nicht mehr viel da. Ich gehe jetzt hier mal wieder runter und dann beenden wir Folge Nummer 2 hier nochmal ganz ordentlich. An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön an die Internetseite garten-paket.de. Die haben unseren neuen Garten ein bisschen mit, ja, gesponsert. Wir haben hier nochmal einen Kuxin DCM Düngerstreuer bekommen, den Hobby 4200. Ziemlich cool, wir haben den jetzt mal vorsichtshalber wieder abgedeckt, damit er nicht nass wird. Guckt euch das an, 50-20 Kilo Säcke, also eine Tonne von dem guten Oskorner Animalin Gartendünger. Vielleicht kennt ihr den. So sieht die Packung aus. Und was haben wir hier? Haben wir euch ja auch noch nicht gezeigt. Staketenzäune. Ja, die Capri Sun, die ist auch von uns. Aber das sind 50 Meter Staketenzäune. Und unten da sind noch Pfosten drin und Schrauben. Das werden wir alles beim Umbautag aber mit euch erledigen. Ja, aber jetzt erstmal herzlich willkommen zur finalen Folge Nummer 3 von Countdown Umbautag, der Weg zum neuen Garten. Wir haben jetzt heute den 6. Oktober, Mittwoch. Eigentlich wollte ich ja erst morgen am Donnerstag wieder mit der neuen Folge beginnen, aber heute machen wir schon was Spannendes und was, das zeige ich euch mal jetzt. Ja, jetzt heben wir hier nämlich noch einmal auf den neuen Garten ab. Wir haben in 1,5 Tagen beginnen wir mit dem Abbau und es ist so schönes Wetter heute, dass wir uns gedacht haben, wir holen jetzt noch einmal die Drohne raus und filmen dann mit der Drohne noch ein paar Luftaufnahmen, denn dann können wir so aus der Vogelperspektive noch mal ein bisschen planen, visualisieren, wie wir das so machen. Ja, morgen fahren wir einkaufen und was noch so anliegt, das seht ihr dann jetzt gleich.
Ja, herzlich willkommen zum neuen Tag. Wie ihr gerade in den kurzen Impressionen schon gesehen habt, waren wir für den Umbautag einkaufen. 150 Euro haben wir so grob für Frühstück und Grillen ausgegeben. Wir haben für jeden Maiskolben dabei Brot, Fleisch, Würstchen, alles Mögliche. Viele Getränke, eine Kiste Bier für den Feierabend und so weiter. Ja, jetzt, wir haben Donnerstag, 16.30 Uhr, 7. Oktober 2021. Für uns beginnt ja ein Tag vorher, also morgen am Freitag, jetzt schon der Umbautag. Da holen wir schon den Radlader ab und so weiter. Aber jetzt machen wir erstmal den finalen Check beim Tierheim und beim neuen Garten. Das heißt, hier kommen die letzten Blumenzwiebeln raus. Und beim neuen Garten, da werden wir noch ja, quasi alles abstechen, wo wir dann morgen früh anfangen werden mit dem Abschieben mit dem Radlader. So, die Zwiebeln hat heute noch mein Vater rausgeholt. Das war hier auf dem letzten Stück noch im Zaun entlang. Da hinten könnt ihr schon die Sachen sehen, die wir dann morgen mit dem Radlader rüberbringen. Das ist so das Erste, was wir machen werden. Wenn wir alles drüben haben, dann werden wir die Beerensträucher ausbuddeln und die Obstbäume und die rüberfahren. Und zum Schluss, ja, hier waren ja die Kartoffeln jetzt. Ganz zum Schluss, da werden wir dann mit der Radladerschaufel noch alles gerade ziehen, alles ebnen, um das dann hier auch ordentlich zu verlassen. Und so sieht eigentlich dann der Freitag aus, genau vom Folientunnel, die Steine und sowas werden wir in der Radladerschaufel alles rüberfahren. Also alles, was uns gehört, nehmen wir mit rüber, damit wir Samstag quasi nur noch hier das Gewächshaus abbauen müssen und den Folientunnel rübertragen müssen und dann da hinten noch mit dem Wiederaufbau beginnen können. Also den Abbau, den übernehmen wir quasi schon und die Helfer, die dann kommen, die helfen uns quasi alles dahin wieder aufzubauen. Ja Leute, für heute war es das, für diesen Tag, aber in diesem Vlog geht es noch weiter, denn morgen früh werden wir den Radlader abholen und dann ja wirklich mit unserem Umbautag beginnen. Wir haben jetzt die Vorbereitung gemacht und dann morgen machen wir noch mehr Vorbereitung für den Samstag, für den eigentlichen Umbautag. Aber für uns, ja da beginnt der Umbautag dann schon morgen. Hier, wir genießen jetzt noch den Sonnenuntergang, machen noch Abendessen. Dann Niklas und ich müssen morgen früh um 8 Uhr schon den Radlader abholen und dann geht es damit weiter. Den Sonnenuntergang, den wir gerade genießen. Ja, und morgen sehen wir uns dann im Radlader. Guten Morgen, Leute. 7.45 Uhr. Ich stehe gerade bei Niklas auf dem Hof und hole Niklas ab. Und dann holen wir jetzt den Radlader. Ich habe schon Arbeitsklamotten an. Das zeige ich euch gleich mal. Und ja, dann werden wir jetzt den Radlader holen. Und das ist das Outfit of the Day. Coole Arbeitshose. Meine schönen weißen Air Force. Jeder, der mich schon lange folgt, weiß, dass ich die schon 3 Jahre im Garten trage. Und so eine schöne Arbeitsjacke. Kann auf jeden Fall losgehen. Meine Instagram-Story. Ich hoffe, die lädt noch, weil ich habe kein Internet. Ja, Leute, der Umbau beginnt. Jetzt fangen wir an, hier am Folientunnel die alten Steine wegzutun. Die schmeißen wir alle in die Radladerschaufel. Das ist übrigens unser Radlader. Hitachi. ZW75, nichts Besonderes, haben wir uns jetzt gemietet, hier bei uns vor Ort, kann man auch ruhig ehrlich sagen, wir haben keinen Preisnachlass oder so bekommen, das ist komplett selbst bezahlt, Becks Mietshop hier bei uns aus Lingen, da haben wir uns den gemietet, also manche sehen es bestimmt jetzt als Werbung, aber wir bekommen da kein Geld für, wir haben keinen Preisnachlass bekommen, ja, und jetzt fangen wir an mit dem Umbau. Hier in diesem Vlog werdet ihr mal so teilweise Sachen sehen, richtige Videos, die folgen dann ja später. So, was machen wir gerade hier? Hier hatten wir mal den Weg aus Pinienrinde. Die Pinienrinde haben wir da vorne gesammelt. Und hier werden wir jetzt das Ganze wieder zumachen mit der Erde, die wir gerade abgeschoben haben. Ja, und jetzt wird das noch verdichtet, dann haben die hier wieder eine ebene Fläche. Ja, hier haben wir eine Radladerschaufel voll wertvollem Kompost. Den haben wir die ganze Zeit hier gelagert und wo der jetzt hinkommt, im neuen Garten, das zeige ich euch jetzt. Ja, jetzt bringen wir die Obstbäume rüber in den neuen Garten. Wir nehmen mal ein bisschen mit hier auf diese Strecke, das ist nämlich nicht einfach. Aber wir kriegen es hin. Zurück fährt jetzt Niklas, jetzt müssen wir noch ein einziges Mal zum Tierheim hin. Da holen wir jetzt noch die restlichen Sachen, Tische, Stühle, das was wir heute haben noch brauchen und den Rest machen wir dann morgen beim Umbautag oder Sonntag. Dann mit den Radlader nämlich auch noch, den müssen wir erst Montagmorgen wieder abgeben. So, alles hier. Und jetzt muss nur alles abgeschoben werden. Wir haben bereits
20 nach 5 und sind schon den ganzen Tag dabei und jetzt wird abgeschoben. So Leute, wir haben mittlerweile fast 20 Uhr und wir haben nicht gedacht, dass es so spät wird. Wir sind jetzt gerade mal dabei. Wir haben hier links das Feld für Gewächshaus und Folientunnel leer gefahren. Jetzt sind wir gerade dabei, da wo das Beet entstehen soll, alles abzuschieben, die Rasenkante, damit wir hier morgen auch fräsen können. Wenn wir die Rasenkante nämlich einfräsen, dann wächst sie immer wieder an. Und deswegen sind wir jetzt noch ziemlich dabei, das Ganze abzuschieben. Dauert wohl noch ein bisschen. 8 Uhr jetzt, bin gespannt, wie lange das noch dauert. So Leute, 20.30 Uhr, es ist schon dunkel, deswegen Scheinwerferlicht vom Radlader. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen von diesen 3 Tagen. Morgen ist der Umbautag, ich gehe jetzt schlafen und dann sehen wir uns im Video von Umbautag. Ja, bis demnächst, Daumen nach oben geben, abonnieren und ciao. Umbautag läuft. Ein bisschen noch. Muss ja ungefähr dieselbe Höhe haben. Ja, bist du gerade hier rüber? Oder willst du da hinziehen? Ja, runter. Ja, und jetzt runter. Ja, bitte. Ich hätte lieber Angst, dass Felix den Radlader gerade fährt, während du da in der Schaufel stehst. Sieht sehr gut aus mit der Mistgabel und dem Bohrer. Was denn? Aber ein Hase wird sich auch drunter her buddeln. Ne, also. Wenn es danach geht, er ist ja nicht meter tief in die Erde geschlagen. Jawohl, läuft doch. Oh, der hat nicht geklappt. Oh, hätten wir mal vorgebohrt. Nein, Michael, das ist nur so aus, weil der in der Mitte gebogen ist. Stell den mal hier in der Mitte drauf. Dann ziehen wir den raus. Auch Nicoles Arbeit ist drauf. Anreiche. Ach, das muss getan werden. Ein bisschen bei dir. Noch weiter. So ist gut. Ja. So. Jetzt ist halt das Ding. Wir hätten eigentlich. Guckt morgen alle bei Gartensprosse das Real an. Wahrscheinlich ist die Arm aus Plastik.
Mit der Wumme. Lass mal bei ihm rein. 3 Tonnen, dann machen wir Plastik.